Dritter Tag des historischen NATO-Gipfels in Washington D.C. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Länder sind mittlerweile zu Abschlusserklärungen, zu wichtigen Entschlüssen sowohl für die Ukraine als auch für die Zukunft des Militärbündnisses gekommen. Bei mir heute erneut ist Gustav Gressel, Militärexperte vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Und wir wollen uns ansehen, was hat dieser Gipfel gebracht? Was bringt er natürlich auf der einen Seite der Ukraine, auf der anderen Seite aber auch der NATO? Und wir beginnen einfach mal, bevor wir in die Diskussion gehen, mit Worten des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, einer seiner letzten großen Reden des Norwegers, in der er eben die Dinge zusammenfasst, die besonders wichtig sind. Und es geht natürlich ums Thema Ukraine. But let's be honest. Not even our support for Ukraine has been a given. It is not straightforward. Because our support comes with costs and risks. The reality is there are no cost-free options with an aggressive Russia as a neighbor. There are no risk-free options in a war. And remember, the biggest cost and the greatest risk will be if Russia wins in Ukraine. We cannot let that happen. Herr Gustav, er sagt, das größte Risiko wäre und die größten Kosten wären damit verbunden, wenn Russland in der Ukraine gewinnt. Aus deiner Sicht wurde auf diesem NATO-Gipfel, wurden von den Teilnehmerländern, von den Mitgliedstaaten natürlich, wurden genug Aktionen vollzogen, auch im Rahmen des Gipfels, damit das nicht passiert? Da muss ich sagen, da ist der Gipfel leider hinter den Erwartungen geblieben oder zumindest hinter meinen Erwartungen. Es wurden im Grunde Maßnahmen in neues Gewand gegossen, die vorher schon beschlossen waren, die auch vorher schon angekündigt waren. Also angefangen bei den 5 Batterien, die inklusive der amerikanischen Batterie schon vorher bekannt waren, dass sie kommen werden. Jetzt 40 Milliarden ist natürlich gut, wenn man natürlich die einzelnen Commitments, die bilateral schon ausgesprochen wurden, schon im Rahmen der Sicherheitsverträge ausgesprochen wurden, die die Ukraine unterzeichnet hat mit vielen NATO-Mitgliedstaaten. Wenn man die zusammenzählt, kommt man auch auf etwa 40 Milliarden. Und das Geld ist jetzt nicht on top. Das heißt, es ist natürlich ein Neuverpacken. Es ist für den Gastgeber natürlich besonders wichtig, dass dieses Neuverpacken vor heimischem Publikum unterstreicht, dass die übrigen NATO-Alliierten keine Freerider, also keine Trittbrettfahrer sind. Aber horrend viel Neues haben wir nicht gehört und im Grunde wird der Krieg maßgeblich durch die amerikanische Präsidentenwahl entschieden. Und was immer dann im Frühling 2025 passiert, wird die Weichen für die Zukunft stellen. Ja, lass uns trotzdem noch einmal in die Ukraine sehen, lass uns die Karte ansehen. Aktuell werden 17% des Landes, wenn ich mich nicht irre, von Russland beherrscht. Meinst du mit den Beschlüssen, die wir jetzt bekommen haben, wir haben zum einen die wahrscheinlich bis zu 100 F-16, vielleicht ein paar mehr oder weniger im Laufe der nächsten Jahre, muss man sagen, nur die ersten paar kommen dieses Jahr. Wir haben aber auch diese insgesamt 7 Patriot-Systeme, die zugesagt wurden, plus 2 SAMPT. Wenn wir einfach mal in die Zukunft sehen, jetzt nur Thema Ukraine, nicht NATO, dazu kommen wir gleich, sondern Thema Ukraine, was meinst du, du hast schon sehr gesagt, es hängt von Dingen ab, die noch in der Zukunft stehen, aber was meinst du, wo stehen wir im einen Jahr, wenn wir das mit der Karte von heute vergleichen? Wenn wir ins nächste Jahr schauen, also bis zum Ende dieses Jahres wird Russland wahrscheinlich in der Offensive bleiben. Wir sehen hier diesen sehr angespannten Frontbogen. Hier ist Oscheretinje, hier oben ist Khasivyar. Und ich zeichne es gerne ein. Ja. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es hier, da ist New York, dass es hier noch weitere russische Geländegewinne gibt, kleinräumig. Der Winter ist natürlich humanitär für Kiew problematisch. Die Schläge gegen die Energieinfrastruktur, die Schläge gegen Wasseraufbereitung, die wirken sich im Winter viel drastischer aus als im Sommer. Und wir sind da leider schon sehr weit geschritten. Jetzt kommen natürlich neue Systeme. Die Ukraine wird sich besser schützen können, aber der Schaden ist schon sehr groß. Mhm. Und da sind wir in vielen Städten mit der Bewohnbarkeit der Häuser und mit der Beheizbarkeit der Häuser schon sehr knapp auf Kante genäht. Und es kann immer was passieren. Das F-16 ist das Gleiche. Es sind natürlich eine große Zahl zugesagt, aber bis 2028. Wenn 2028 die letzten ausgeliefert werden,
dann sind die ersten, die angekommen sind, wahrscheinlich schon im Zuge dieses Krieges zerstört worden. Die Ukraine verliert ja auch laufend im Luftkampf, beziehungsweise auch durch Schläge gegen die Fliegerbasen, Kampfflugzeuge. Es ist ein Krieg, muss man immer wieder sagen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn die ganzen Beschlüsse jetzt nicht gekommen wären, ich glaube, da stimmst du mir zu, dann würde es für die Ukraine noch wesentlich schlechter aussehen. Absolut. Wir müssen aber auch im Blick halten, die Munition für all die Patriot-Systeme, die muss, falls Donald Trump Präsident werden, wird auch irgendjemand kaufen. Und die muss Trump zumindest den europäischen Alliierten auch erlauben, dass sie für die Ukraine kaufen. Dasselbe gilt dann auch für Ersatzteile für F-16. Wir haben die Frage der Munition für F-16, die ja vorwiegend aus amerikanischen Luft-Luft-Lenkwaffen besteht. Also da liegen natürlich noch viele Teufel im Detail. Der Gipfel hat natürlich die Ukraine Hilfe organisatorisch und auch von den Beschlüssen her zu einem gewissen Teil Trump sicher gemacht. Das ist die Absicht der NATO und das muss man honorieren. Aber wie gesagt, wir sind leider noch nicht über dem Berg mit dem Ganzen. Und es gibt noch viele Unwägbarkeiten, wie es im nächsten Jahr weitergehen könnte. Ja, also der NATO-Gipfel als Zwischenetappe, als vielleicht Meilenstein, aber die Wahl in den USA, du sagst das als noch wichtigerer Faktor, man hat das in den letzten Monaten gesehen, Anfang des Jahres, 4 Monate, keine Unterstützung, war tatsächlich katastrophal für die Ukraine. Ja. Man kann nur hoffen, dass Europa immer mehr davon lernt, man hofft ja jedes Mal, dass Europa lernt und dass man zumindest von diesem Fehler, diesen 4 Monaten gelernt hat und im nächsten Jahr selber viel produziert. Ja, also bei manchen Munitionssorten, zum Beispiel Artilleriemunition, ist es ja so, da tut sich schon was. Wir haben auch die Großaufträge an Munitionsfirmen, inklusive deutscher Munitionsfirmen. Da stehen wir im nächsten Jahr besser da. Da wäre es natürlich gut, wenn wir mit den Amerikanern besser dastehen würden, weil das würde der Ukraine dann bedeutend mehr helfen. Aber da können wir zumindest im nächsten Jahr die Mittel aufbringen, die Ukraine zumindest den Status quo zu halten, keine großen Einbrüche zuzulassen etc. Aber bei Spezialmunition, wenn wir reden für Munition für die HIMARS-Raketenwerfer, wenn wir reden Patriots, bei vielen diesen Dingen und dann natürlich Aufklärung, die Information der Ukraine über die russischen Truppenbewegungen, über die Aufstellung ihrer technisch hochwertigen Systeme, da ist natürlich auch so, dass viel Information aus dem Westen kommt und aus den USA kommt, weil die USA die technischen Möglichkeiten haben, aus dem Weltraum über technische Aufklärung tief in das russische System reinzuhorchen, was sich da tut, was Russland plant. Das ist natürlich auch ein Faktor, der jetzt nicht mit einem Fahrzeug oder mit einem Panzer irgendwo plastisch darstellbar ist, aber der für die Ukraine eine enorme Hilfe in diesem Krieg ist und wo natürlich keiner weiß, wie es wirklich weitergeht. Wir haben in den letzten Tagen zu Recht viel über die Ukraine gesprochen. Sie war einfach das dominierende Thema auf dem Gipfel. Nichtsdestotrotz, es wurden auch für Deutschland große Entschlüsse getroffen und dahin wollen wir jetzt gehen, nämlich nach Deutschland hier zu uns. Es wurde gesagt, und das wurde auch von Herrn Pistorius und Herrn Scholz sehr gefeiert, es wurde eine wegweisende Entscheidung, Thema weitreichende Waffensysteme, die erstmal zwischenzeitlich, später dauerhaft hier stationiert werden sollen, aus USA getroffen. Wir schauen uns mal Übungsmaterial davon an. Ging sowohl um Tomahawks auf der einen Seite, das sind offensive Waffen, aber auch um SAM-6 Flugabwehrraketen, defensive Waffen. Wir sehen die jetzt hier im Training und wir halten das gleich mal an. Erzähl uns doch mal, was hat es damit mit diesen neuen Waffensystemen auf sich? Ja, also seit 2014 testete Russland Waffensysteme, die gegen den damalig gültigen INF-Vertrag verstießen, und zwar bodengestützte Marschflugkörper. Da gab es dann unter Obama und dann auch unter Trump eine lange Streiterei, wie geht man damit um, wie gehen die Alliierten damit um, und Trump hat dann im Grunde den INF-Vertrag gekündigt. Russland hat dann auch zugegeben, dass es diese Waffen hat, hat sie stationiert, setzt sie auch in der Ukraine ein, und damit stellt sich die Frage für die NATO und für den Westen, was setzt man dem entgegen? Die einfachste Variante war es jetzt, einen Mark 41 Launcher, also das ist dieses Gerüst, das wir hier sehen. Und wenn man sich fragt, was ist denn das? So schauen normalerweise keine Werfer aus. Das steht normalerweise, so ein Launcher-Modul in Kriegsschiffen. Man muss sich vorstellen, dass hier, wo die Klappen oben sind, da ist dann quasi das Deck des Kriegsschiffes. Und diese Struktur, die natürlich so frei nie rumstehen sollte, die ist sonst im Bauch des Kriegsschiffes im Rumpf verbaut. Kann man natürlich über Land transportieren, indem man es hier in diesen Container packt und dann zum Abschuss vertikal ausfahren lässt. Und in diese Abschussrampe, langgestützt heißt jetzt Mark 70, kann man eine ganze Reihe von Waffensystemen packen.
Darunter eben die Tomahawk Marshallkörper, aber natürlich auch SM3, SM2, SM6. Die schiffgestützten Varianten können dann noch eine ganze andere Reihe von Spezialmunition gegen U-Boote und so weiter verwenden, die natürlich auf Land jetzt niemand braucht. Aber du hast gesagt, es ist eine extrem platzsparende Lösung, weil quasi alles in einen LKW, in einen nicht, wir gucken uns das gleich an, in mehrere in LKW reinpasst, was es auch mobil macht, was es eben auch möglich macht, das Ganze ja im schlimmsten Fall auch zu verstecken, glaube ich. Ja, und es ist ein probtes System, also das gibt es im Marinebereich ja schon seit Jahrzehnten. Und hier sehen wir mal so einen Launch, so einen Start. Genau, hier kommt ein Tomahawk raus, also die Flügel, die man beim Tomahawk auf der Seite kennt, die klappen dann später erst oben, wenn der Startmotor abgeworfen wird und die Rakete im horizontalen Flug dann weitermacht. Und gegenüber einem konventionellen Werfer, den man dann für größere Raketen komplett neu entwickeln würde, ist das natürlich auch die schnellste Variante, wenn ich was Neues, wenn ich einen neuen Werfer haben will. Ja. Und dadurch, dass es eben auch Überschneidungen mit Marinesystemen gibt, bin ich natürlich in den Kosten auch günstiger als eine Sonderlösung nur für die Landstreitkräfte. Hier haben wir es nochmal gesehen, das System heißt jetzt für den Anfänger, sage ich mal, Typhon und es hat, hier unten sehen wir zwei verschiedene Waffensysteme. Du hast es gerade schon gesagt, der Tomahawk kann mit einer Reichweite von 2000, sogar mehr, manche sagen 3000 Kilometer gelauncht werden und hier die SM6, eine defensive Flugabwehrrakete mit 250 Kilometern und hier sehen wir mal das gesamte System. Vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wahrscheinlich kriegen wir erstmal eins, wenn ich richtig sehe. Es kommt erstmal eins nach Deutschland an. Also es wurde ja das 56. Raketenkommando wieder erweckt. Das ist ein Verband, der zur Zeit des Kalten Krieges im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses ja schon Pershing-Raketen in Deutschland stationiert und gehandhabt hat. Der Sitz des Kommandos ist in Wiesbaden. Und die erste Batterie besteht eben aus einer Kommandozentrale. Das ist im Grunde ein LKW mit Computern und Kommunikationsmedien. Hier ist eine Satellitenkommunikationsantenne, auf die komme ich nachher noch zurück. Die ist recht wichtig. Dann natürlich vier Werfer in diesen Anhängern mit Containern. Zu jedem Werfer sollte auch ein Nachladefahrzeug, also ein Fahrzeug, das zwar keinen Werfer hat, aber Munition transportiert, dazugehören und natürlich auch ein Kran, um die hineinzusetzen. Und dann eine ganze Reihe von Fahrzeugen mit Ersatzteilen, mit Prüfgeräten. Also da wird dann ein Kabel reingesteckt, Diagnosegerät, ist die Rakete noch in Ordnung etc. Und um das Landgestütz zu betreiben. Warum ist die Kommunikation wichtig? Denn wir sehen ja hier eine Fliegerabwehrrakete, aber kein Radargerät. Je nachdem, wie ich sie einsetze, als Fliegerabwehrbatterie oder eben für den Start von Tomahawks, bekommt sie unterschiedliche Daten, entweder Luftlagedaten und diese werden weitergegeben an die Fliegerabwehrrakete, um ein Luftziel zu zerstören oder eben Landdaten spezifisch zu dem jeweiligen Ziel, das angegriffen werden soll. Die werden dann in die Tomahawk eingespeist. Die kommen dann immer von anderen Sensoren, also Luftziele von AVAX oder von anderen Radargeräten oder eben Satellitendaten, Terrardaten für die Tomahawk, damit sie navigieren kann. Ja, und das Ganze ist ganz wichtig zur Abschreckung gedacht. Man sagt immer, ein Tomahawk ist im Irakkrieg, haben wir es gesehen, eine Erstschlagwaffe. Ja, damit kann man den Gegner überraschen. In Deutschland wird das nicht der Fall sein. Wir nutzen das nicht für einen Erstschlag auf Russland, sondern wir wollen den Russen zeigen, sollte etwas passieren, solltet ihr irgendwo angreifen, dann wären wir in der Lage, euch sehr stark und auch sehr weitreichend zurückzuschlagen. Ja, wir sehen ja auch im Krieg gegen die Ukraine, wie wichtig Fernwaffen sind. Russland greift fast täglich die Ukraine an. Natürlich würden Tomahawk nicht gegen zivile Infrastruktur in Russland losschlagen, aber gegen Munitionsdepots in der Tiefe, gegen Kommandostrukturen, gegen Eisenbahnverladestationen, um eben einen Vormarsch, einen Einbruch russischer Kräfte in Westeuropa so schwer wie möglich zu machen. Und wir haben auch natürlich gesehen, wenn man sich die Storm Shadow oder Scalp-Schläge der Ukraine anschaut, die Russen sind gegen Marshallkörper schon verwundbarer, als sie in Friedenszeiten immer getan haben, dass sie sind. Und damit kann man natürlich so einen Aufmarsch und so einen Kriegsplan auf russischer Seite empfindlich stören.
Und diese Kriegspläne, und das ist gar kein Geheimnis, die gibt es. Russland testet den Krieg gegen die NATO, den Krieg gegen Europa immer wieder. Bei den letzten Kriegsspielen ging es sogar in einen Krieg danach gegen die Ukraine wieder. Ja. Wo, allerdings war das nicht das erste Mal. Wir haben jetzt mal eine Karte von Russlands Kriegsspielen aus dem Jahr 2017, also schon 7 Jahre alt. Und das war Sapat 2017, also Westen 2017, das große Kriegsspiel. Und wir hatten damals als Bild auch, wenn ich mich nicht irre, exklusiv berichtet, dass Russland ja offiziell eine Terrorarmee hier bekämpfen wollte, in einem kleinen abtrünnigen Land in dieser Gegend. Eigentlich hat man allerdings den großen Krieg gegen die NATO geübt. Und ich gehe kurz auf das, was man hier sieht, und dann kannst du das Ganze ergänzen, was man nicht sieht. Nämlich, was Russland damals eben trainiert hatte, war ein großflächiger Einmarsch gegen das Baltikum, um alle drei Länder zu besetzen. Aber, weil man auch damals schon wusste, wenn wir das machen, wird die NATO nicht schweigen, hat man parallel davon eine Seeblockade der Ostsee geübt, von Kaliningrad aus. Man hat, das ist nicht ganz sicher, aber man hat wohl auch Alternativschläge hier im Norden geübt, um die NATO auch abzulenken. Ja. Und gleichzeitig, und das zeigt dieser lange geschwungene Kurs hier, hat man eben Bombenangriffe auf Westeuropa geübt, auf die großen Seehäfen, damit die amerikanische Hilfe nicht anlanden kann. Ja. Wenn wir das Ganze mal weiterspinnen, und das müssen wir leider machen. Ja. Damals hat man gesagt, es ist, ja, ist doch Manöver, jetzt hören Sie doch mal auf, 2021, 2022 hatten wir auch von vielen deutschen Politikern gehört, das ist ein Manöver in Belarus, jetzt hören Sie mal auf, das hat nichts mit Krieg zu tun. Wir haben dann im Februar gesehen, 2022, was Russland vorhat, nämlich das Ganze war für einen Angriffskrieg zur Vorbereitung gedacht. Wenn wir also uns überlegen, wenn diese ganze Abschreckung nicht funktioniert, wie würde denn dieser russische Angriff auf die NATO, zumindest auf diesen Nordteil Europas der NATO aussehen, und wie würde Europa reagieren und die NATO? Ja, also darf ich ganz mal die grüne Farbe haben, um mal auf den Kriegsgrund von damals zurückzugehen. Es gibt hier im Nordwesten Belarus eine polnische Minderheit. Und auf diese polnische Minderheit ist sozusagen der Prügelknabe des Lukaschenka-Regimes. Die ist an allen möglichen Dingen und subversiven Tätigkeiten schuld. Und die in der Übungsannahme für die Sapat-Manöver wird immer diese Minderheit von den bösen terroristischen baltischen Staaten unterstützt, probt einen Aufstand und sozusagen infiltriert hier den Bündnispartner Belarus. Und daraufhin wird... Man muss sich dann verteidigen. Und daraufhin wird offensiv verteidigt, so wie die Sowjetunion ja auch immer sich nur verteidigt hat und eben offensiv sich gegen die NATO verteidigen wollte. Und im Zuge der offensiven Verteidigung verschwinden die baltischen Staaten von der Landkarte und Ostpolen wird besetzt. Das Problem ist natürlich, also weil immer gesagt wird, ja, also der Schlüssel zum Frieden in Europa ist die bessere politische Integration der russischen Minderheiten in den baltischen Staaten. Mhm. Natürlich ist eine möglichst gute politische Integration wichtig. Aber Russland kann sich hier Kriegsgründe schaffen, ohne dass wir irgendeine Steuerungsmöglichkeit darüber haben. Und wie gesagt, wir sehen ja die russische Propaganda, es zieht alles. Aber worauf ich jetzt wirklich zurückkommen will, und da hole ich mir jetzt die gelbe Farbe, damit man sieht, damals gab es eben die Einheiten der Nordmeerflotte und Murmansk. Damals gab es hier die 6. Armee. Oh, das war jetzt zu schnell. Natürlich die belarussischen Streitkräfte, die nach Mobilmachung so in etwa die eine Feldarmee darstellen, die 20. Armee und im Hintergrund das 11. Armeekorps hier in Kaliningrad und im Hintergrund die 1. Garde-Panzerarmee in Moskau. Das waren die Kräfte, die sozusagen grenznah verfügbar sind. Jetzt ist die Lage eine ganz andere. Jetzt ist die Lage andere. Wir haben hier kommt, zurzeit kämpfen sie in Kharkiv, aber nach dem Krieg kommt das 44. Armeekorps hier hinein. Das 11. Armeekorps ist mittlerweile schon Feldarmee. Es kommt eine weitere Feldarmee in den neu geschaffenen Leningrader Militärbezirk. Es kommt auch für den, sozusagen um den westlichen Militärbezirk, für den Abgang der 6. Armee zu kompensieren, auch nochmal in den westlichen Militärbezirk zusätzlich eine Armee rein. Und du hast gesagt, was man hier ganz schwer sieht, sollte das, und da können wir am Ende nochmal drüber sprechen, das Ganze tritt ja wahrscheinlich erst ein, wenn die Russen nicht mehr in der Ukraine gebunden sind. Genau. Und dann haben wir eine zusätzliche höchstwahrscheinlich Proxy-Armee oder Marionettenarmee in der Ukraine. Und sollten sie in der Ukraine gewinnen, haben sie dort nochmal eine Marionettenarmee mit auch in etwa 3 Feldarmeen, dem 22. Armeekorps auf der Krim, zusätzlich zum südlichen Militärbezirk, der hochgerüstet noch dahinter steht, mit der 8. Armee, dann der 49. Armee und der 58. Armee.
und stünden dann auch in Rumänien. Jetzt, wenn man dann politisch zum Beispiel annimmt, dass man an Orban herantritt und sagt, wir geben dir Transkarpatien, dafür bleibst du neutral, dann steht hier in der NATO auch ein großer neutraler Keil, der Nord-Süd-Bewegungen unterbindet und aus diesem Gemengelage mit den grenznahen Verbänden würde dann eben Russland anfangen, so ein Szenario, so ein politisches Szenario in Belarus hochzukochen. Das wäre meine zu einem Frage Krieg. Jetzt als nächstes. Wie glaubst du, wir könnten uns dagegen verteidigen? Glaubst du, die baltischen Länder würden von so einer Übermacht überrannt werden? Und du hast schon vorhin gesagt, es kommt auf verschiedene Dinge an. Es kommt auf verschiedene Dinge drauf an. Und zwar, wir haben ja zum Beispiel auch bei diesem Krieg in der Ukraine gesehen, dass zu Beginn die Möglichkeit zu manövrieren hoch war, weil eben die ukrainische Armee noch nicht voll mobil gemacht war, die Kräfte im Raum sehr dünn waren. Es ist die Frage, machen die baltischen Staaten vorher mobil, bevor Russland mit Panzern einmarschiert, wenn wir hier blau. Weil nur wenn sie mobil machen, haben sie genügend Kräfte, um grenznah wirklich verteidigen zu können. Dasselbe gilt dann natürlich auch für Polen. Das Zweite, Deutschland hat eine Brigade vorne in den baltischen Staaten, aber hier in den anderen baltischen Staaten steht nur ein Bataillon vorne. Die Reserven sind in Kanada oder in Großbritannien. Kriegen wir den politischen Beschluss zusammen, Überseereserven vor einem Kriegsausbruch in die baltischen Staaten beziehungsweise auch an die finnische Grenze zu bewegen, bekommen wir luftbewegliche Reserven nach Schweden, bevor Russland über die Grenze geht, und erhöht Deutschland die Bereitschaft der Bundeswehr beziehungsweise schickt schon mal vorsichtshalber eine Division nach Polen, um bereit zu sein, bevor Russland über die Grenze tritt. Dann natürlich kann man Finnland, das Baltikum gut verteidigen. Mhm. Das Problem ist natürlich da, Russland weiß das auch und würde so ein Szenario erst dann vom Zaun brechen, wenn die NATO intern gespalten wäre, wenn zum Beispiel ein Krieg im pazifischen Raum amerikanische Truppenteile in großem Stil anderswo binden würde, die Amerikaner etwa ihre Kräfte aus Polen abziehen müssten, weil sie anderswo brauchen. Das wären dann alle Schwächemomente, die man ausnutzen kann für diesen Fall der Fälle. Meine letzte Frage dazu erstmal, bevor wir noch einmal uns das Baltikum im Besonderen ansehen, denn da gibt es ja tatsächlich auch Szenarien, beispielsweise des Verteidigungsministeriums, die da durchgespielt werden. Wie lange oder würde so ein Krieg konventionell bleiben? Man erinnert sich natürlich an die 80er Jahre, wo man immer Angst hatte vom nuklearen Super-GAU, wenn man so möchte, The Day After oder ähnliches, da erinnert man sich an Filme. Du hast jetzt einen konventionellen Krieg mit nicht-nuklearen Waffen beschrieben. Was glaubst du, wie so ein Konflikt laufen würde? Im Gegensatz zum Kalten Krieg sieht sich die NATO natürlich heute in der Lage, so ein Szenario großteils konventionell zu bewerkstelligen und würde versuchen, den Krieg so lange wie möglich konventionell zu führen. Das Problem wäre auf der russischen Seite, man nutzt die Schwäche der NATO, eine politische Schwäche, um mal mit grenznahen Verbänden anzugreifen, Reserven heranzuschaffen, schauen, wie weit kommt man. Und wenn man dann Land in Besitz genommen hat, präsentiert man einen politischen Abschluss. Das ist der Vertrag, den ihr unterschreiben sollt. Und by the way, alles, was wir bis jetzt besetzt haben, ist unseres. Mhm. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird mit der nuklearen Keule gedroht. Sehr ähnlich, wie wir es jetzt in der Ukraine sehen, wahrscheinlich mit einer höheren Schlagkraft der Drohungen, eventuell dann auch wirklich, dass Verbände ihre Sprengköpfe ausfassen etc., weil es natürlich eine deutlich ernstere Situation wäre. Und dann stellt sich natürlich für die NATO die Frage, geben wir den russischen Demands nach oder haben wir Gegenmittel zur Abschreckung, um Moskau zu sagen, wenn ihr das tut, dann ist die Antwort noch viel furchtbarer. Ja. Das ist jetzt eine Übung der Russen, ganz klar, 2017, von der wir wissen mittlerweile, wie real sie ist. Wir gucken uns jetzt noch ein sehr aktuelles Szenario des BMVG an, über das auch Bild exklusiv berichtet hat, und zwar aus dem Jahr 2023. Da sieht man vielleicht, wie nacheinander eben auch in der gleichen Region rund um die Suwalki-Lücke eben, wie dort die Idee ist, dass dort die Minderheit aufgewiegelt wird, dass dort plötzlich, es kommt es zu Toten, angeblich, man schiebt das den baltischen Ländern zu. Und dann eben, das haben wir jetzt hier schon dabei, haben wir eben die Verschiebung von deutschen Truppen und anderen in diese Richtung, aber eben auch bereits in der Zeit eben eine massive Verstärkung der Kaliningrad-Exklave durch Russland. Wir haben auch hier eingezeichnet die 500 Kilometer, die sind, wie du schon gesagt hast, eigentlich obsolet, weil die Russen zugegeben haben, dass sie da viel weiter reichende Raketen mittlerweile haben. Nichtsdestotrotz, was glaubst du, wenn du dir die nächsten 2-3 Jahre ansiehst, ist das
realistisch, wir haben ganz verschiedene da Vorhersagen gehabt. Einige sagen, ab 30 ist realistisch, andere ab 32 realistisch. Und vielleicht auch die Frage dazu, vielleicht ein bisschen sehr, sehr ketzerisch, sehr kritisch. Solange der Krieg in der Ukraine tobt, droht uns das nicht. Ja. Ist also nicht, und solange Russland dort nicht gewinnt, ist es also nicht in unserem absoluten Interesse, dass Russland dort auf gar keinen Fall gewinnt, damit wir nicht uns hier im eigenen Europa verteidigen müssen? Das wäre eigentlich die Logik. Die baltischen Staaten und Polen haben das durchaus verstanden. Vor allen Dingen die baltischen Staaten haben zum Teil ihre eigenen Verteidigungskapazitäten entblößt, um der Ukraine wirklich zur Verfügung zu stellen, was sie können. Jeder Panzer der aus dem Raum St. Petersburg stammenden 6. Armee, der eben um Kharkiv verbrannt ist, haben die Esten immer schon gewusst, ist ein Panzer weniger. Deshalb haben sie ihre Bestände an Panzerabwehrwaffen den Ukrainern so zur Verfügung zu stellen und kaufen sich jetzt über die Jahre mühsam welche nach. Auch das 11. Armeekorps, das eben zur Feldarmee aufgeblasen wird durch nordkoreanische Raketen und andere Verstärkungen, das steht zurzeit in der Ukraine. Das ist also im Raum Kupiansk-Lyman eingesetzt. Es befinden sich in Kaliningrad nur mehr Einheiten, die trainieren, die neue Rekruten ausbilden, die abschicken. Auch schweres Gerät, um Kaliningrad zu schützen vor etwa Taurus-Angriffen. Die Fliegerabwehrsysteme stehen in der Ukraine und werden da zum Teil zerstört. Das heißt, sollten diese ganzen russischen Propagandabehauptungen, die NATO würde immer näher kommen und wir wollen ja Russland zerstören, sollten die wahr sein, dann hätten wir das wahrscheinlich, wo wir es jetzt gerade erleben. Es wäre ein leichtes jetzt, Kaliningrad zu erobern. Das hat natürlich niemand vor. Und insofern ist es einmal mehr die russische Propaganda, die damit eben entlarvt wird. Zeigt, dass es absolute Propaganda ist, zeigt aber auch aus unserer Sicht, dass wir diese ganzen Horrorszenarien nicht befürchten müssen, wenn Russland, vor allen Dingen sollte Russland wirklich in der Ukraine verlieren. Weil die Frage ist natürlich, wenn Russland, selbst wenn der Krieg unentschieden ausgeht, unter Anführungszeichen, also nehmen wir an, es kommt zum sagenumwogenen Minsk 3 und die Einhaltung von Minsk 3, die bespreche ich jetzt nicht. Nehmen wir an, es passiert nur so, dann verlegt natürlich auch eine große russische Armee zurück, die zurzeit auch noch im vollen Saft ist, die kriegserfahren ist, die allein im Monat 50.000 First-Person-View-Drohnen auf die Ukraine losschickt. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn ich, natürlich sagen unsere Soldaten, wir sind technisch besser ausgestattet als die Ukrainer, wir können das schon auch mit kleineren Zahlen handhaben, aber haben Sie mal einen Drohnenkrieg miterlebt? Haben Sie die Selbstschutzausrüstung von Jammern bis zur bodengestützten Fliegerabwehr, um sich so einem Schwarm zu erledigen? Schaut eher mau aus. Das heißt, da sind noch viele Dinge, wo wir einfach nachrüsten müssen. Und die Zeit dafür kauft uns die Ukraine. Die Zeit dafür kauft sie, indem sie das Gerät der Russen zerstört, damit eben nicht hier neue, voll ausgerüstete, ausgestattete und kampferprobte Armeen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auftauchen. Letzte Frage nochmal, eine politische. Lass uns zurückkommen nach Deutschland. Olaf Scholz hat nochmal gesagt, jetzt in Washington D.C., wir werden die 2% weiter erfüllen. Wir werden ab 2028 ein Verteidigungsbudget von 80 Milliarden Euro haben. Ich glaube, das sind 26 Milliarden mehr, als wir aktuell haben. Ohne Sondervermögen hat er auch noch zugesagt. Ja. Hältst du das für erstens nützlich und zweitens, wie realistisch hältst du das? Ja, ich halte das natürlich für nützlich. Das Problem ist, Budgets werden immer für ein Jahr wirklich beschlossen. Alles andere sind Absichten. Und wir haben ja dann 2025 die Bundestagswahl und dann wird es eine neue Regierungskoalition geben und die wird sich dann wieder auf ein Budget einigen müssen. Wir sehen, dass das gegenwärtige Verteidigungsbudget nicht in diese Richtung geht. Das heißt, das ist im Grunde eine Absichtserklärung in die Zukunft. Wir hatten leider diese Situation in Deutschland schon mal. Wenn man sich zurückerinnert, 2014, der Gipfel von Wales, jeder war schockiert über die Krim und der Ausbruch des Donbasskrieges. Und auch Deutschland, damals die große Koalition unter Angela Merkel, hat der NATO Zusagen gemacht, was die Bundeswehr angeht, die Einsatzbereitschaft, die Größe, Waffensysteme. Und die wurden nie eingehalten. Das Sondervermögen von Olaf Scholz im Februar 2022 war nichts anderes, als das Geld endlich auszugeben, um Merkels alte Versprechungen einzulösen. Und jetzt ist es wieder so. Wir haben wieder einen Gipfel, wir haben wieder regionale Pläne, wir haben wieder Deutschland, das Truppen einmeldet, die es noch nicht hat, Fähigkeiten einmeldet, die es noch nicht hat. Vor einem, ich habe es ja in der Karte skizziert, größer werdenden Problem Russland. Ja. Das aber noch nicht das Budget dafür freigegeben hat, damit diese Truppen und diese Fähigkeiten auch wirklich aufgebaut werden. Und wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Es hat ja in der NATO da mit Deutschland ja einigen Budgetzoff gegeben.
Stichwort 2%. Es ging aber de facto nie um die 2%, sondern es ging um die Nichterfüllung der damaligen Truppenziele. Ja. Für die hätte von der Leyen, hat es damals berechnet, 65 Milliarden Euro in 2014er Geld pro Jahr gebraucht. Also zusammengefasst, kam nie zustande. Aktuell eine SPD-geführte Regierung, die ein CDU-Versprechen einhalten muss und ausführen muss. Und vielleicht und jetzt Versprechen macht, die eine CDU-Regierung wahrscheinlich dann auch einhalten muss. Zumindest möglicherweise. Vielleicht die Rache Olaf Scholz für das alles, was passiert ist. Aber wir werden das erleben. Das passiert alles nicht jetzt, sondern passiert in den nächsten Jahren. Ja. Gustav Gressel, vielen Dank für dein Kommen, für den gesamten NATO-Gipfel, den du mit uns betreut hast, für sowohl die Ukraine, in die wir geschaut haben, einfach als wichtigstes Thema, als eben auch Deutschland natürlich und Europa, das ja nun mal, was die Sicherheit angeht, absolut von der NATO abhängig ist, wenn ich es richtig sehe. Aber natürlich, wir haben keinen Ersatz für die NATO. Wir haben auch, wie man an den Taifun gesehen haben, zurzeit keinen Ersatz für amerikanische Kapazitäten, sei es von Strike, sei es Aufklärung. Die NATO wird unsere Lebensader im Bereich Sicherheit bleiben. Insofern ein Thema, was uns alle betrifft, Sicherheit eben, was uns alle in Deutschland, in Europa, in der gesamten westlichen Welt betrifft. Und nochmal danke an Gustav Gressel für dein Kommen und die Einschätzung hier.